Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wir haben vor etwas über einem Jahr mit der Kommission begonnen zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs. Und wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet. Als ich das erste Mal die Liste der 19 Kommissionsteilnehmer gesehen habe, war mein Gedanke, das wird ja eine muntere gruppendynamische Übung. Wenn ich gesehen habe, dass da der Präsident des BDI neben der Direktorin des WWF saß oder dass da 30 Jahre Kernenergiegeschichte namentlich mir gegenüber sitzend in Deutschland in einem Raum pro und contra saßen, dass da Schreckgespenster der Kernenergiegegner, aber auch genauso Schreckgespenster der Kernenergiebefürworter waren. Und wir hatten, und das war wahrscheinlich gut so, einen leibhaftigen Bischof bei uns. Der hat am Ende dafür gesorgt, dass wir himmlischen Beistand hatten und es deswegen möglich war, dass diese Kommission zu einem einvernehmlichen, einheitlichen Konzept gekommen ist, was wir einheitlich beschlossen, und zwar einstimmig beschlossen haben. Entscheidend war, wir haben in der Kommissionsarbeit eben nicht die Schlachten der Vergangenheit geschlagen, wir haben Ideologie außen vor gelassen, und das war auch richtig so. Uns ging es um eine sichere, und Hubertus Heil hat das gesagt, zukunftsfeste Lösung, die vor allen Dingen dem Verursacherprinzip Rechnung trägt und die eine Vielzahl von Streitereien im Bereich der Kernenergie rechtlich und politisch befrieden und beenden soll. Alles in allem glaube ich, die Kommission hat eine vernünftige Arbeit abgeliefert. Und mein Dank geht daher an die Mitglieder der Kommission, vorrangig aber auch an die drei, Hubertus Heil hat sie eben schon erwähnt, Vorsitzenden Ole von Beust, Matthias Platzek und Jürgen Trittin. Lieber Herr Trittin, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das, ich habe auch eigentlich nie für möglich gehalten, dass ich in diesem Hause mal einen Grünen lobe. Aber wenn es Ihnen schadet, ist es ja gut so. Deswegen ein herzliches Dankeschön, besonders an Sie. Ich muss ehrlich zugeben, ich hätte mir am Anfang der Kommissionsarbeit eine so vernünftige Arbeit zusammen nicht vorstellen können. Klar ist aber auch, die Kommissionsarbeit war nur das Vorspiel. Das Entscheidende kommt eben jetzt, und wir beginnen damit heute. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist eine ordentliche Grundlage. Er zeichnet wesentliche Weichenstellungen der Kommissionsarbeit nach. Und auf dem Gebiet können wir, oder mit diesem Gesetzentwurf können wir weiterarbeiten. Erstens, die Betreiber der Kernkraftwerke bleiben für die Stilllegung und den sicheren Rückbau zu 100% zuständig und verantwortlich und natürlich auch in der Zahlungsverpflichtung. Zweitens, für die Zwischen- und Endlagerung übertragen die Energieversorger die Finanzmittel auf einen Fonds beim Bundesfinanzminister. Grundlage sind rund 17,4 Milliarden Euro, die die Energieversorger hierfür zurückgestellt haben, die man ja auch in den Bilanzen sehen kann. Und die Kommissionsarbeit hat gezeigt, dass diese Rückstellungen, und das sollte die Linke zumindest wahrnehmen, auch im internationalen Vergleich eher konservativ gerechnet sind als denn zu hoch. Hinzu kommt ein Risikozuschlag, den wir gemeinsam errechnet haben mit rund 6 Milliarden Euro. Das sind immerhin noch mal 35% obendrauf. Am Ende also ein Gesamtbetrag von annähernd 23,5 Milliarden, die auch von unabhängigen Gutachtern der Bundesregierung als sachgerecht bestätigt wurden. Im Umkehrzug werden die Energieversorger nach Zahlung dieses Betrages von einer Nachschusspflicht befreit. Dieser Ansatz ist für mich sachgerecht. Er hat das Verursacherprinzip strikt umgesetzt und er hat dafür gesorgt, dass die Mittel für Zwischen- und Endlagerung in Zukunft nicht mehr bei den Unternehmen sind, sondern beim Staat. Umgekehrt gewinnen die Energieversorger dann aber auch Planungssicherheit und auch wieder ein Stück weit Bilanzsicherheit, was meiner Meinung nach dringend notwendig ist, denn in der letzten Zeit kann man wahrlich nicht behaupten, dass es denen gut geht. Man gucke sich einfach nur die Verlustbilanzen an. Am wichtigsten ist für mich aber die dritte zentrale Weichenstellung der KfK-Empfehlung. Die operative und finanzielle Verantwortung für die Zwischen- und Endlagerung wird zukünftig beim Bund zusammengeführt, und zwar für den Schwach-, Mittel- und auch hochradioaktiven Abfall. Das heißt aber auch, der Staat hat es in Zukunft allein in der Hand, mit den Geldern für die Zwischen- und Endlagerung effizient zu wirtschaften. Und es gibt jetzt auch keine Ausreden mehr. Das muss schnell gemacht werden. Wie geht es zum Beispiel schnell? In Finnland kann man das nachsehen.
Vor zwei Tagen hat in Finnland der Bau eines Endlagers begonnen. Olkiluoto heißt das im Südwesten Finnlands. Und gebe ich zu, dass Finnland etwas weniger besiedelt ist als Deutschland. Aber man hat vor, bis 2023 dieses Endlager so weit zu haben, dass es beschickt werden kann, dass die Abfälle dort eingelagert werden können. Und das ist auch der richtige Weg. Wir haben ein Budget von 23,5 Milliarden Euro, was ab dem Frühjahr dieses Jahres dem BMF zur Verfügung steht. Damit muss gehaushaltet werden, und das ist im Interesse des Steuerzahlers. Dass bei einem vernünftigen Verfahren es möglich ist, innerhalb von einem absehbaren Zeitraum ein Endlager zu finden, ist klar. Wir dürfen aber dann jetzt auch keine Endlosdiskussion in diesem Hohen Hause beginnen, wo wir permanent darüber nachdenken, ob wir nicht hier und dort und überall noch ein Bohrloch machen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt von Gorleben in den Bayerischen Wald, vom Bayerischen Wald in den Schwarzwald, vom Schwarzwald in den Hunsrück und dann von mir aus noch irgendwo in der Heide ein weiteres Loch bohren. Nein, wir müssen uns irgendwann mal entscheiden, und das muss auch politisch durchgesetzt werden. Und das muss dieses Hohe Haus auch verantworten. Dann werden wir mit diesen Summen mit Sicherheit hinkommen, denn anders werden wir das nicht geregelt bekommen. Wichtig ist auch, dass wir für den schwach- und mittelradioaktiven Abfall endlich den Knoten bei Schacht Konrad durchschauen müssen. Denn hieran hängt ja auch ein Stück weit der Rückbau der Kernkraftwerke. Ich halte es für notwendig, dass wir dort vorankommen. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf einen effizienten Fluss der Finanzmittel zwischen Fonds und Betreibergesellschaft achten. Und es ist genauso wichtig, dass der effiziente Mitteleinsatz ständig überwacht wird. Wir haben eine Kommission gebildet, die dieses tun wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir das in großer Verantwortung gemeinsam tun werden. Wichtig ist mir auch, dass wir die Sicherheit nach dem international festgelegten Trennungsprinzip im Euratom-Vertrag zwischen atomrechtlicher Aufsicht und Betrieb klar trennen und sauber dieser Frage Rechnung tragen. Sicherheitsfragen dürfen mit nichts vermischt werden. Die richtigen Strukturen und Vorkehrungen hierfür zu schaffen, das ist unsere Aufgabe im parlamentarischen Verfahren. Ich gehe davon aus, dass wir das in Kürze machen werden und dass wir mit dem nächsten Jahr das Kernkraftzeitalter in Deutschland in geordneten Bahnen abwickeln werden. Danke. Als nächster Redner spricht Jürgen Trittin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.